Hey zusammen, hier ist mal wieder der fleißigste Musiknerd Deutschlands. Heute mit einer Song-Review zur neuen Single der New Metal Alternative Rock Band Adema mit dem neuen Track Ready to Die. Und ja, der Titel ist schon ein bisschen cheesy. Adema waren ja immer schon... Also, wenn New Metal ein Genre ist, das ein bisschen Cheese hat, dann waren Adema immer der extra Cheese, der ein bisschen zu viel war. Und, also meine Geschichte mit der Band, meine ersten Berührungspunkte waren mit dem zweiten Album Unstable. Fand auch dann dieses Album viel zu sanft irgendwie. Ich fand, es ist eine ganz komische Band gewesen. Es gab Tracks wie Needles, die sehr hart und irgendwie unpassend für die Bahn. Dann gab es so viele Arschkriecher-Balladen. Oh mein Gott, die wollten die nächsten Nickelback werden, glaube ich, auf dem Album. Und also generell mag ich den Sound der ersten beiden Alben, wenn es auch mir alles zu kantenlos, sehr cheesy und war und es hat einfach die Härte gefehlt und die eigene Identität. Der Frontmann klang einfach immer wie Jonathan Davis Light. Und er ist wohl auch der Halbbruder von Jonathan Davis, wenn ich das so richtig mitbekommen habe damals. Egal, auf jeden Fall, der war dann aus der Band. Dann kam ein Album raus, das hieß Planets, soweit ich weiß. Da war Shoot the Arrows, hatte ein geiles Main-Riff mit so Obertönen. Fand ich ganz cool, so Harmonics. Aber der neue Frontmann, der dann nach ihm kam, konnte auch nichts. Und ja, jetzt nach langer Abstinenz sind Adema wieder back im Game und es gefällt mir überhaupt nicht. Also, der Track fängt an mit so einem ziemlich tief gestimmten Single-Note-Riff. Ich glaube, es ist Drop B, in was hier gespielt wird. Dann, und dazu ist die Hi-Hat, läuft die Hi-Hat so mit und man hat so das Gefühl, ah, okay. Es ist so ein Mid-Tempo-Groover, es baut sich gerade was auf und schwupps ist man irgendwie auch schon im Main-Riff und ich habe das Gefühl, die Dynamik funktioniert hier überhaupt nicht, weil es kommt zu keinerlei dieses Gefühl auf, so ja, man stelle sich vor, der erste Track vom Chocolate Starfish Album von Limp Bizkit, Hot Dog, das Riff spielt alleine und dann kommt dieses und dann kommt die Band rein und man hat sofort das Gefühl von, fuck, jetzt geht's aber ab. Und hier ist es so, dass das Riff spielt und die Drums fangen so an und dann kommen die rein und ja, es bleibt irgendwie alles gleich, obwohl es eigentlich voll die Explosion sein müsste und fetten Groove haben müsste. Ich glaube, also das Schlagzeug, ich meckere ja immer wieder über die Drums, wie Drums bei modernen Metal-Produktionen klingen. Die klingen hier tatsächlich nicht so, aber die klingen hier auch auf jeden Fall nicht echt. Klingt wie programmiert, klingt wie, als hätte man die Snare auf die maximale Velocity hochgeschraubt. Also sprich, jeder Schlag ist so fest, wie es geht, egal was gemacht wird, jeder Schlag ist maximal fest und dadurch wird halt keine Dynamik erzeugt. Ich habe das Gefühl, in diesem Snare, in diesem Fill, wenn es so anfängt, dass jeder Schlag gleich hart ist und dann auch, wenn es in den Beat geht, alles gleich hart ist, dadurch kickt es halt einfach nicht. Die Dynamik fehlt vollkommen. Die Strophen klingen dann wie Korn Wannabe, Korn Light mit so Delay-Gitarren und der Pre-Chorus ist hart geschrien. Der Refrain ist nichtssagend, bleibt mir auch null im Kopf. Also es ist auch ein relativ generischer Songaufbau. Main-Riff, Strophe, Pre-Chorus, Chorus, Strophe, Pre, Strophe, C-Teil, Refrain, Ende Gelände. Also hat man als Adema-Fan darauf so lange gewartet, dass die endlich wieder zurückkommen und dann so einen generischen 0815 Mid-Tempo New Rocker raushauen? Wobei es ist nicht mal New Rocker, es ist schon Metal. Es ist schon ein Metal-Riff auf jeden Fall. Und auch der Schreigesang ist, das ist Metal, definitiv. Aber durch diese Produktion, die jegliche Art von Dynamik vermissen lässt, packt es einen einfach nicht bei den Eiern. Leute, das muss ballern. Ihr müsst, wenn ihr harte Tracks produzieren wollt, dann muss da auch irgendwie die Härte muss rüberkommen. Ich finde, das kommt einfach gar nicht rüber. Ich finde... Oh mein Gott, jetzt hatte ich aber gerade einen richtig krassen Vergleich im Kopf. Selbst Headstrong von Trapped ballert mehr als das. Und das heißt schon was, Leute. Ich finde, es ist kein guter Track. Bleibt nicht hängen.
Der neue Frontmann, was man positiv sagen kann, der neue Frontmann ist besser als der letzte Frontmann, aber immer noch nicht so gut wie Mark Chavez damals war. Und der war nicht gut wie Jonathan Davis und so weiter und so fort. Ja. Come on. Ich weiß es nicht. Ich werde mir das Album auf jeden Fall mal anhören, aber ich fürchte, das wird einfach weiter dümpeln, wie dieser Track auch dümpelt. Gut, das war's von mir zum Song. Adimas, Ready to Die. Und ich verlinke euch hier im Bild noch zwei andere Videos, die ihr euch anschauen könnt. Wäre super nice von euch, wenn ihr da mal reinschaut. Und richtig, richtig, richtig geile Leute klicken hier Gefällt mir und abonnieren meinen Channel. Da würde ich mich super, super drüber freuen. Und ansonsten, hier unten findet ihr noch Links, wo ihr Adema-Zeug kaufen könnt. Wäre nice, wenn ihr dafür meine Links benutzt, weil dann krieg ich von Jeff Bezos auch mal in die hohle Hand gepupst. Wäre super nice. Ach du Scheiße, ist hier viel Stau. Ah!